Zurzeit kriegen wir ganz, ganz viele Anfragen von Beschäftigten des Hohmann-Werkes in Dissen. Ja, da steht die Schließung an und viele Beschäftigte fragen uns jetzt in arbeitsrechtlicher Hinsicht, hey, was können wir tun? Was ist mit einer Abfindung? Was müssen wir vielleicht auch tun? Wenn du auch betroffen bist, dann guck dir unser Video an, dann weißt du schon ein bisschen mehr. Hallo, mein Name ist Nicole Mutschke, ich bin Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht. Ja, schon deshalb bin ich natürlich total entsetzt über die Infos, die da aus dem Standort Dissen kommen, nämlich, dass das Hohmann-Werk zum Ende 2021 schließt. Kein Wunder, dass wir dazu ja inzwischen fast täglich Anfragen bekommen. Deshalb für alle die da auch betroffen sind, einfach vorab schon mal ein paar Infos, ganz kostenlos für euch hier in diesem Video. Ja, als erstes muss man feststellen, das, was da sozusagen passieren wird, das ist ja wohl eine Betriebsschließung. Und dann ist grundsätzlich natürlich auch eine betriebsbedingte Kündigung möglich. Aber aufgepasst, Arbeitgeber haben es nach dem deutschen Recht nicht leicht. Denn Arbeitsrecht ist klassisches Arbeitnehmerrecht. Also sprich, Arbeitsrecht will Arbeitnehmer schützen. Und entsprechend, selbst bei einer vermeintlich klaren Rechtslage, hat der Arbeitgeber einiges zu beachten und kleine Fehler können zu euren Gunsten eine große Wirkung haben. Es klingt alles nach endgültiger Schließung, dann kann es natürlich betriebsbedingte Kündigungen geben, aber das ist schon die erste Hürde. Ist denn tatsächlich die endgültige Betriebsschließung wirklich sicher? Dann die nächste formale Hürde ist die sogenannte Massenentlassungsanzeige bei der Agentur für Arbeit. Auch hier muss der Arbeitgeber ganz genau aufpassen. Der Betriebsrat, der ist natürlich wichtiges Organ in so einer Situation und auch da muss man sagen, der Betriebsrat muss immer hinreichend informiert werden. Auch das kann ein Fallstrick sein für den Arbeitgeber. Gerade wenn es einen Betriebsrat gibt, dann ist natürlich sowas wie ein Sozialplan häufig Thema Nummer eins. Und auch da gibt es wieder Fallstricke, einmal für den Arbeitgeber, aber auch Achtung, Achtung für den Arbeitnehmer, denn da gibt es manchmal Ausschlussfristen. Also sprich, auch da muss man ganz genau hingucken. Tatsächlich gibt es nicht immer nur Sozialpläne, sondern manchmal gibt es auch Aufhebungsvereinbarungen. Das heißt, da spricht der Arbeitgeber manchmal auch einzelne Arbeitnehmer konkret an und bietet sogenannte Aufhebungsvereinbarungen an. Aber da muss man als Arbeitnehmer auch mal wieder wirklich vorsichtig sein. Da droht nämlich unter Umständen eine Sperrzeit durch das Arbeitsamt. Also sprich Aufhebungsvertrag, Sozialplan, Abfindung. Da muss man wirklich gucken, was kann man vielleicht woraus bekommen? Wie ist die Höhe der entsprechenden Abfindung? Oder lohnt sich vielleicht doch eine Kündigungsschutzklage? Um das zu entscheiden, ist natürlich immer der Blick auch in die Kündigung erforderlich. Vielleicht wird da schon eine Abfindung angeboten. Also sprich, man muss sagen, in eurer Situation, wenn da ein Betrieb geschlossen werden soll, dann gibt es vieles zu bedenken. Es ist bis zum Jahresende einiges hin, aber wir haben ja extra dieses Video gemacht, um euch zu zeigen, hey, es gibt einige Fallstricke, es gibt einiges zu beachten und ihr solltet euch wirklich frühzeitig informieren. Wenn ich auch oft sage, hey, das kriegt ihr völlig alleine hin, ihr braucht gar nicht einen Anwalt, der gesunde Menschenverstand, der reicht, dann ist das hier so ein Bereich, wo ich sagen würde, bis zu einem gewissen Grad, ja, würde ich das auch hier bejahen, aber auf der anderen Seite geht es für viele Betroffene von euch um jahrelange, jahrzehntelange Arbeitsverträge und entsprechend auch um richtig viel Geld. Und da würde ich mir vielleicht doch manchmal die Beratung eines Anwalts gönnen, denn dann seid ihr auf der sicheren Seite, wir haften für unsere Beratung und ihr wisst ganz genau, wie eure Situation ist. Denn natürlich jemand, der sehr, sehr lange im Werk schon beschäftigt ist, der mehrere Kinder hat, der ist in der Sozialauswahl zum Beispiel ganz anders einzuschätzen als jemand, der vielleicht gerade neu angefangen hat, Single ist und kinderlos. Ja, also sprich, es kommt wirklich auf den Einzelfall an, auch wie wir juristisch die Situation beurteilen. Gönnt euch da wirklich die Beratung und das sollte auch ein Fachanwalt für Arbeitsrecht sein, denn das sind schon spezielle Fragen, wo es um viel geht. Ich hoffe, egal wie ihr aufgestellt seid, dass ihr das Beste aus der Situation macht und wir werden euch natürlich dazu mit weiteren Videos versorgt halten. Also abonniert am besten den Kanal und aktiviert das Glöckchen. Immer, wenn es in Sachen Hohmann, Werkschließung Dissen was Neues gibt, dann werden wir euch informiert halten.